Nehmen wir noch ein paar Gegner mit auf den Weg. 3 Schläge noch für die. Ganz viele Blubbel. Alle tot? Alle tot. Lebensenergie. Das müsste den zweiten Balken. Ja, wir haben den zweiten Balken angebrochen. Wir werden richtig gut mittlerweile. Wir werden ein richtiger Boss. So, hier haben wir auch noch 5 vor uns. Das wird dann der Weg zurück. Es war links unten. Das heißt, rechts unten war das hier. Hier war ich gar noch. Überhaupt nicht. Das sieht man. Hätte ich aber gewesen sein können. Denn das ist genau der richtige Eck hier. Jetzt bin ich etwas verwirrt, aber das muss schon gehen, so denke ich. Gut, jetzt gehen wir nochmal und springen diesmal oben raus. Das heißt, wir halten das hier schon mal ganz oben am Rand. Mit Anlauf und gehen hoch und rüber. Ja, sehr schön. Heilkräuter. Ha, immerhin. Nein, nein, du bist hässlich. Du bist. Ja, ich muss sofort in die Mitte und muss den einsetzen gehen. Der macht mein Inventar kaputt. Hier war nichts mehr. Hier komme ich nicht mehr weiter. Also, noch schnell die Schattenseite fertig machen. Die paar Gegner hier suchen. Das wäre dann wahrscheinlich hier links, oder? Vorsicht, 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 Vorsicht. Wie komme ich da links hin? Mist. Da muss ich schauen, wie. Schauen wir mal hier den langen Weg. Nein, hier bin ich hergekommen. Irgendwie muss ich da drunter kommen. Ich bin gerade etwas unschlüssig, wo ich herkommen will, schon aber wie es jetzt aussieht. Naja, erkunden wir halt etwas halbblind. Kann ich hier jetzt runter? Nein, hier kann ich nicht runter. Gehst du aus dem Weg? Nein, es geht nicht aus dem Weg. Ich will dort runter, ich will die Gegner haben. Vielleicht wenn ich dort... Ach, geh schon weg. Ich werde oben wieder runterspringen, dann aus der Lichtseite von irgendwoher. Ich will nach links unten hier, das heißt, ich muss nach rechts unten in der Lichtseite. Das würde heißen, an der Rampe rum. Nein, nein, fuck. Ich wollte doch ganz durch. Ah, scheiß Reflex. Hierhin wollte ich doch überhaupt nicht. Hier war ich doch. Schon viel zu oft. Wir drehen eine Ehrenrunde. Wir drehen eine Runde der Ehre. Nein, jetzt gehe ich schon wieder falsch. Und lass mich treffen. Und lass mich wieder treffen. Doofheit. Doofheit macht Schaden. Doofheit schadet uns. Jetzt ziehen wir es aber durch. Jetzt gehen wir ganz und... Nein, ja, renn. Sehr gut. So, dann... Das ist aber nicht ganz unten. Ich wollte aber ganz runter. Hier ist nichts zum Runterspringen. Also hier wieder rüber. Bei nächster Gelegenheit runter. Nein, hier ist nichts. Mist, ich muss doch irgendwo... Vielleicht von hier lang... Nee, offensichtlich nicht. Das ist... Da kann man nur runterspringen, nicht mehr hoch. Okay, wir grenzen es ein, wir arbeiten uns hin. Irgendwo habe ich wohl in der Schattenseite noch einen Sprung, eine Sprungrampe oder so übersehen. Die uns dann auf den rechten Weg gebracht hätte. Also versuchen wir es wieder dort unten. Hier oben in der Mitte, das war es nicht. Sind wir hier rüber komplett? Ich glaube, dort war ich jetzt auch schon. Da unten wären sie alle gewesen. Ja, nach rechts unten will ich. Die Richtung stimmt. Das sieht gut aus. Kann man hier runter irgendwo? Nee. Ja, Mist, verdammter. Das ist es ganz offensichtlich nicht. Dann noch weiter runter hier. Hier ist der eine. Den kennen wir ja. Da muss es doch der sein, oder? Hier ist nichts. Dort oben auch nicht. Hier der Steinritter. Ich weiß nicht, für was der hier sein soll. Oh, er wacht auf. Ja, ist gut. Dann machen wir dein Schwert schnell weg. Vielleicht steht was hinter ihm. Vielleicht steht er auf was drauf. Komm mal runter. Nö. Sieht nicht danach aus. Vielleicht war doch irgendwo eine Rampe dort drüben, wenn ich den unteren Weg lang gehe. Vielleicht habe ich da eine übersehen. So, hier müsste ich runterspringen können. Dann wäre ich genau dort, wo ich hin will. Aber ist nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Ich habe es doch eben gesehen. Wie viel sind es? Nein, nicht hier. Noch 3 Stück und genau unter mir.
Vielleicht, wenn ich einfach mal blind runterschieße, vielleicht bringt's was, oder? Richtung stimmt. Nichts getroffen. Hier geht. Ist nicht euer Ernst. Oh, scheiß doch die Wand an. Fick doch die Henne, bin ich so doof. Ja, genau so wie die Fresse hier im Feuer. So fühle ich mich gerade. Herrlich. Und ein ganzes Video oder so. Nur mit meiner Blödheit verplempert. Herrlich. Gut, Mick, alles super, Mick. Machst du klasse, Mick. Bist ein toller Mick. Ah. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Und genau sowas hatte ich eben noch in Erinnerung. Deswegen habe ich den Dungeon hier in böser Erinnerung gehabt. Gut, ist ausgerüstet. Kristallkugel versinkt in der Aussparung. Jetzt müssen wir hier ordnen. So, du kommst in die Mitte, weil es dann eher einer Symmetrie gleicht. Wir speichern noch und teilen uns, denn wir haben den Dungeon fertig. Oder haben wir den Dungeon fertig? Nein, wir haben den Dungeon noch nicht ganz fertig. Warum haben wir den Dungeon noch nicht ganz fertig? Ihr wisst es alle. Natürlich, der Boss fehlt. Der Boss fehlt uns noch. Also machen wir genau den, würde ich sagen. Auf geht's. Direkt Bossmelodie. Und ich renne dramatisch mit dem Boden hinter mir abbrechend weg. Willkommen beim Boss, meine Lieben. Es ist eine komische Vogelstatue, die ganz, ganz fiese Federtricks drauf hat. Ja, genau sowas. Ich möchte mal aufladen und ihn anschließen, nur um zu sehen, wie es ist. Und jetzt treffe ich nicht. Ich bin am Verrecken. Merkt ihr, wie schnell es geht? Jetzt kann ich Heilkräuter einsetzen. Ja, wie viel heilen sie mir? Deine Energie wird durch die Kräuter regeneriert. Nicht besonders viel. Und nein, er hat noch eins. Stirb! Stirb! Oh, gut, er ist tot. Du hast den mächtigen Dämon bezwungen. Sieh dort! Eine der Statuen. Ja, die bekommen wieder eine extra Animation. Wir wissen's. Sehr gut. Der zweite Boss ist bezwungen. Wir haben nur einen von unseren Heilkräutern benutzt. Schade, wir hatten gerade zwei Reihenfeuer. Besser als jetzt verreckt, ganz ehrlich. Okay, der wäre wohl ohne gegangen. Hätte ich nicht irgendwie noch auf langsam gemacht, oder? Achso, warum verwandle ich mich so? Achso, es kommt wieder irgendwas. Plötzlich ertönt aus dem Nichts eine vertraute Stimme. Es ist Nils Stimme. Will, du stürzt auf die Erde. Versuch dich am Flugzeug festzuhalten. Okay. Tja, dann würde ich doch sagen, da hier nicht besonders viel los ist, verabschieden wir uns und springen hier runter. Wir können uns ja am Flugzeug festhalten. Wir werden professioneller Stuntman. Oh, sieht das schön aus, oder? Ja, und... Ey! Verdammt, ich habe ihn verfehlt! Du hast was? Damit ist Wills Schicksal besiegelt! Noch ist es eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal! Ich versuche es. Ich muss ihn kriegen. Ja, krieg mich besser, sonst bin ich Tomatenmus, mein Freund. Ja. Oh. Boah, hatte ich jetzt Schiss. Das war knapp. Gut, dramatische Musik bitte weg. Es geht uns gut, jetzt was Heiteres. Irgendwas Schönes. Komm. Yeah, genau sowas habe ich mir vorgestellt. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht. Meine Nerven. Ruhe jetzt. Will ist schließlich gerettet. Neil, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Mal den Teufel nicht an die Wand, Junge. Lass uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbildes heißt unser nächstes Ziel Mu. Ich kenne Mu noch. Auf zum Ozean! Auf zum Atem! Mu liegt irgendwo im Ozean. Du hast ein Wasserflugzeug gebaut? Nein, ich glaub's nicht. Zieh mal etwas höher, bitte. Ich weiß, wie Wasser aussieht. Lass es. Ist okay. Danke. Nein, ich hab schon gebadet. Lass es. Nein, jetzt wackelt's. Fuck! Ich hab's genau gewusst, du Vollidiot. Flieg doch nicht über Wasser. Aber wir haben Fallschirme. Gut. Wie viele Leute waren wir? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht nachgezählt. Ich zähle 5 runde Fallschirme. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Will? Kara?
Neil, Lance und Eric. Ja, das muss passen. Neil ist ein genialer Erfinder, doch seinen Schöpfungen scheint immer etwas zu fehlen. Naja, perfekt ist schließlich niemand, auch Neil nicht. Tja, jetzt treiben wir anscheinend im Ozean, mal wieder, oder? Wo zur Hölle sind wir? Plötzlich findest du dich in einer riesigen Palasthalle wieder. Das Letzte, an was ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Ja, wo sind die anderen? Ich kann hier angreifen. Hier gibt's eine Karte. Aber keine Gegner, aber dafür einen Schatz. Was? Ich dachte, hier gibt's keine Gegner. Jetzt stehst du da. Was ist hier los? Ich kann's nicht angreifen, sondern anreden. Seltsam. Selbst wenn ich es angreife, geht es nicht kaputt. Ich finde das auch seltsam, allerdings.